Was ist Herzblock dritten Grades? Der Herzblock dritten Grades ist eine Störung des Herzens, bei der der Herzschlag unorganisiert wird, weil das in den Vorhöfen erzeugte Schrittmachersignal nicht in die Ventrikel gelangt, wodurch die Atrien und Ventrikel unabhängig voneinander schlagen können. Normalerweise muss dieser Zustand mit einem künstlichen Schrittmacher behandelt werden, um den Herzschlag zu regulieren. Die häufigste Ursache für einen Herzblock dritten Grades ist die Herzischämie, bei der der Blutfluss zum Herzmuskel unterbrochen wird und Teile des Herzens dadurch geschädigt werden. Bei einem gesunden Menschen geht der Herzschlag vom Sinusknoten aus und gelangt zu den Ventrikeln, wobei der Herzschlag koordiniert wird. Bei einer Person mit einem gewissen Herzblock ist das Signal unterbrochen oder verlangsamt. Bei einem Herzblock dritten Grades, der auch als vollständiger Herzblock bezeichnet wird, wird das Signal überhaupt nicht durchgelassen. Ein sekundärer natürlicher Schrittmacher in den Ventrikeln wird von selbst ausgelöst, was dazu führt, dass sie in einem völlig anderen Rhythmus schlagen. Bei einem Patienten mit Herzblock dritten Grades treten Symptome wie Schmerzen in der Brust, Atemnot und übermäßiges Schwitzen auf. Auf einem Elektrokardiogramm sind zwei verschiedene Muster zu sehen, die die unkoordinierten Anstrengungen der Vorhöfe und der Ventrikel widerspiegeln. Medikamente können verabreicht oder zurückgezogen werden, wenn Medikamente die Ursache für den Herzblock sind. Künstliche Stimulation, normalerweise zuerst mit einem temporären Schrittmacher, wird häufig zur Stabilisierung des Herzschlags verwendet. Wenn sich der Patient nicht unabhängig verbessert, kann ein permanenter Schrittmacher implantiert werden, um den Herzrhythmus des Patienten zu regulieren. Bei einem mechanischen Schrittmacher sollte ein Patient mit einem Herzblock dritten Grades stabil sein und sich nach der Herzschrittmacheroperation normal bewegen können. Ein Arzt kann empfehlen, die regelmäßigen Aktivitäten langsam wieder aufzunehmen, um dem Körper Zeit zur Anpassung zu geben. Übungen wie Schwimmen oder Gehen können hilfreich sein, um nach einer Herzoperation aktiv zu werden und das Herz-Kreislauf-System so gesund wie möglich zu halten. Menschen mit Herzproblemen in der Anamnese haben ein höheres Risiko, einen Herzblock dritten Grades zu entwickeln. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von denen bekannt ist, dass sie eine Ischämie verursachen, wie beispielsweise Erkrankungen der Herzkranzgefäße, sind ein bedeutender Risikofaktor. Die Behandlung von Herzerkrankungen und die Förderung der Herz-Kreislauf-Gesundheit durch Bewegung und eine ausgewogene Ernährung werden dazu beitragen, dass Patienten das Risiko für Herzprobleme verringern und die Schwere anhaltender Herzprobleme einschränken. Es ist auch ratsam, regelmäßig einen Arzt aufzusuchen, um festzustellen, ob sich der Zustand eines Patienten ändert, und den Behandlungsplan entsprechend anzupassen.